Im letzten Video haben wir uns ein Beispiel angeschaut zur a Kreuz b mit diesen Zahlen. A Kreuz b war dann diese Menge, das war die Produktmenge aus a und b. Nun kann ich mir allerdings da nicht wirklich was drunter vorstellen. Was soll denn das überhaupt bringen? Und dazu kommen wir in diesem Video. Wir schauen uns nämlich an, was die grafische Darstellung von Produktmengen ist. Gehen wir ins Eingemachte. Wir haben ja die Menge a Kreuz b aufgestellt und das können wir ja in ein Koordinatensystem hineinzeichnen. Das hat eben die a-Richtung und die b-Richtung. Und wenn ich jetzt anfange, diese geordneten Paare dort einzutragen, da entstehen dann Punkte. Zum Beispiel der Punkt 1, 2 oder der Punkt 1, 4, 1, 6. Und somit entstehen allmählich solche Punkte. Diese Punkte insgesamt ergeben wieder diese Produktmenge, zumindest deren grafische Darstellung. Wir können noch etwas sagen, die Anzahl bleibt wieder so, wie sie vorher war. Drei Elemente aus A gekreuzt mit drei Elementen aus B ergibt insgesamt neun Elemente als grafische Darstellung. Ich möchte euch auch ganz gerne noch etwas Komplizierteres zeigen. Wieder habe ich hier so eine Produktmenge, die ich grafisch dargestellt habe. Diesmal seht ihr, sind solche Striche entstanden. Naja, langfristig könnte ich damit sogar Mona Lisa zeichnen, wenn ich genug Striche hinzeichnen würde. Aber wir kümmern uns jetzt mal nur um diese drei einfachen, ja, Streckenabschnitte. Und dazu schauen wir uns jetzt noch an die Menge a und die Menge b. Die kann jetzt aber nicht mehr so einfach gestrickt sein, wie sie gerade eben noch war. Hier sind ja nur die Elemente 2, 4 und 6 enthalten. Ich möchte aber, dass alles zwischendrin auch noch enthalten ist. Also jeder Punkt dazwischen, und deswegen müssen wir b streichen und durch etwas Komplizierteres austauschen, nämlich einem solchen b. Dieses Ding heißt Intervall und dieses Intervall geht von 2 bis 6. 2 und 6 sind mit eingeschlossen. Und wir sehen ein tiefer gestelltes Q und das soll heißen, dass das Intervall von 2 bis 6 geht und darin alle möglichen rationalen Zahlen von 2 bis 6 aufgezählt sind. 2 und 2,0001 und 2,0002 und so weiter und so fort. Das sind wirklich unendlich viele. Und jetzt können wir uns auch noch überlegen, wie diese Kreuzmenge ausschaut. Vorher war sie ja so, die Produktmenge. Und jetzt werden wir allerdings das hier nicht mehr behalten können, denn so einfach geht's ja nicht mehr. Da ja b unendlich viele Elemente enthält, brauchen wir eine andere Schreibweise. Ebenfalls eine etwas kompliziertere. Und zwar a Kreuz b ist eben die Menge aller Paare xy mit x ist Element aus a und y ist eben Element aus b. Und damit habe ich dann alle möglichen Elemente aufgezählt. Das ist sehr, naja, wie soll ich sagen, abstrakt, aber so schreibt man das eben in der Mathematik auf. Und das solltest du jetzt wissen. Wir können alle möglichen geordneten Paare einer Produktmenge auch grafisch darstellen. Und wenn man Linien haben möchte, dann muss man ein rationales Intervall verwenden. Wir können übrigens die Anzahl der Elemente wieder ausrechnen, solange eben nicht ein Intervall mit drinnen ist, nämlich die Anzahl der Elemente aus A mal die Anzahl der Elemente aus B und dann haben wir wieder die Gesamtanzahl. Kommen wir jetzt noch zu einem Beispiel. Ich habe mal ein etwas komplizierteres ausgewählt. Ich habe die Menge a. Das ist das rationale Intervall von 1 bis 3 und ich habe die Menge b, wieder das rationale Intervall von 1 bis 3. Und dann wäre doch mal interessant, was das eigentlich grafisch ergibt. Einen Punkt kann ich auf jeden Fall genau nennen, nämlich der Punkt, wenn ich diese 1 mit der 1 hier kombiniere, der ist auf jeden Fall mit dabei. Ich kann auch sagen, wenn ich die 1 mit der 3 kombiniere, dann erhalte ich diesen Punkt hier. Also 1 in A-Richtung, 3 in B-Richtung. Ich kann auch sagen, ich könnte die 3 mit der 1 kombinieren und die 3 mit der 3 kombinieren. Und da ich aber auch weiß, dass alle Punkte dazwischen sowohl in der Menge a wie auch in der Menge b vertreten sind, müsste zum Beispiel auch der Punkt 2, 1 oder zum Beispiel der Punkt 2, 2 enthalten sein. Also eigentlich im Grunde genommen alles, was sich hier im Inneren von dem Ganzen befindet. Daher entsteht jetzt hier eine Fläche und damit kann ich also auch
zum Beispiel eine Rechtecksfläche oder hier in dem Fall ein Quadrat, mit Hilfe von solchen Produktmengen darstellen.